Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, Herr Kollege Löttgen, niemand hat bestritten, dass eine Stichwahl zulässig ist, verfassungsrechtlich. Das ist uns ganz klar erklärt worden. Die Einkommensteuersätze, wie sie in Deutschland herrschen, sind auch zulässig und verfassungskonform. Trotzdem hätten wir die Idee, sie anders zu gestalten. Es ist eine rein rechtspolitische Frage, die wir heute hier diskutieren, und nicht, ob sie verfassungsrechtlich zulässig ist. Das hat niemand hier in den Raum gestellt, und es ist schon einigermaßen abenteuerlich, dass Sie das als einziges Argument bringen, dass sie überhaupt zulässig ist, Herr Kollege. Aber ich gehe jetzt mal zurück auf den Kollegen Frieling. Sie haben ja gesagt, dass wir nicht auf die Bürger hören wollen. Wie ist das denn in den anderen 15 Bundesländern? In allen anderen Bundesländern, in denen es eine Direktwahl des Bürgermeisters gibt, gibt es auch eine Stichwahl, liebe Kolleginnen und Kollegen. Nordrhein-Westfalen wäre das einzige deutsche Bundesland ohne Stichwahl, wenn es nach Ihnen geht. Haben alle anderen Kolleginnen und Kollegen in den Bundesländern, in Bayern, in Baden-Württemberg und weiß der Kuckuck wo, nicht auf ihre Bürgerinnen und Bürger gehört? Haben die CDU-Mehrheiten dort nicht auf ihre Bürgerinnen und Bürger gehört? Sind dort die Ergebnisse andere? Könnten wir ja mal durchgehen. Ich kann Ihnen nur sagen, dass das, was Sie jetzt hier machen, vom Verfahren her, vom Inhalt her, völlig inakzeptabel ist. Herr Kollege Höhne, und auch Ihr Argument ist geradezu abenteuerlich und überhaupt nicht zu verwenden. Wir haben in Deutschland ein Verhältniswahlrecht. Deswegen wird doch gerade die aus meiner Sicht mögliche Ungerechtigkeit, dass nur ein in relativer Mehrheit gewählter Direktkandidat im Wahlkreis hier in den Landtag kommt, wird doch durch das Verhältniswahlrecht zu 100% ausgeglichen. Da haben wir doch gar kein Problem. Das ist doch völlig fehl am Platze, dieser Vergleich, Herr Kollege Höhne. Und das will ich dazu sagen, wenn der Ministerpräsident tatsächlich direkt gewählt werden würde, dann würden wir selbstverständlich darauf bestehen, dass es dort eine Stichwahl gibt und dann die Beträge, die Sie hier genannt haben, die 77 Milliarden Euro einschlägig werden, dann selbstverständlich in einer Stichwahl hier geklärt werden soll. Das steht doch außer Frage. Apple mit Birnen verglichen hat mit dem Thema relativ wenig zu tun, was Sie hier vorgetragen haben. Aber das entscheidendste Argument, und was ich wirklich abenteuerlich und krass finde und seinesgleichen sucht, ist das, was der Kollege Kämmerling schon angedeutet hat. Wir haben eine Anhörung gehabt, da geht es um das Thema Kreisordnung. Dann hat der aus Paderborn stammende Landtagsabgeordnete Hoppe Biermeier zufällig dem aus Paderborn stammenden Landrat Müller die Frage gestellt, was er denn von Stichwahlen hält. Das hat ja Herr Kämmerling eben geschildert. Ich habe damals schon in der Anhörung prophezeit, dass CDU und FDP mit einem Änderungsantrag im Verfahren das ändern wollen. Ich kann Ihnen nur sagen, da werden wir alle verfassungsrechtlichen Fragen klären. 18 Monate vor einer Kommunalwahl, das Wahlrecht noch zu ändern, das können Sie nicht allen Ernstes wollen. Sie können auch nicht wollen, dass wir keine Anhörungsrechte haben, keine Expertise von Sachverständigen eingefordert werden, dass die kommunalen Spitzenverbände nicht angehört werden. Und, liebe Kolleginnen und Kollegen, Herr Kollege Frieling, wenn Sie sich ernst nehmen und auf die Bürger hören wollen, dann machen Sie doch eine Volksbefragung und fragen Sie doch die Bürgerinnen und Bürger, ob sie dafür sind, eine Stichwahl hier in Nordrhein-Westfalen abzuschaffen. Das wäre ein konsequenter Weg, damit Demokratie auch umzugehen. Und ich will Ihnen sehr klar sagen, der Kollege Engel, ich habe noch mal ins Protokoll geguckt, hat ja die Position der FDP damals, wie eigentlich auch heute, treffend beschrieben. Es gibt ein bisschen, was dafür gestimmt sein kann, ein bisschen, was dagegen sein kann. Und wenn wir in der Koalition sind, dann müssen wir uns halt für die Mehrheit in der Koalition entscheiden und mit der CDU die Stichwahlabschaffung mitbestimmen. Und wenn wir alleine sind und frei in der Entscheidung, dann sind wir für die Stichwahl. Aber, liebe Kolleginnen und Kollegen, ich will noch mal, und da schließe ich mich dem Kollegen Kämmerling an, auf das Rechtsstaatsprinzip hier sehr stark abstellen. Machen Sie nicht den Fehler, eine Wahlrechtsänderung mit derart großen Auswirkungen im Hula-Hoop-Verfahren vor der Kommunalwahl durchzuziehen. Davor kann ich Sie nur warnen, wenn Sie das machen. Und auch Herr Minister Reul, bis heute hat die Landesregierung keine Stellung zu diesem Punkt bezogen. Und wenn dann wir hier in einer Aktuellen Stunde darüber reden müssen, damit wir überhaupt was zu dem Thema erfahren können, finde ich das völlig unangemessen für den Landtag von Nordrhein-Westfalen. Und das lehnen wir strikt ab, wie Sie hier vorgehen.
Herr Dr. Bertrams sagt dazu, Herr Kollege Löttgen, um es Ihnen noch einmal zu sagen, dass eine Stichwahl zulässig ist und dass eine Nichtstichwahl ebenfalls zulässig ist und dass der Landtag souverän ist, darüber zu entscheiden, nicht mehr und nicht weniger, Herr Kollege Löttgen. Liebe Kolleginnen und Kollegen, diese Aktuelle Stunde hat gezeigt, die CDU will die Stichwahl, die FDP hat einen politischen Preis für die Stichwahl offensichtlich bekommen. Diese Landesregierung hat keinen Vorschlag vorgelegt. Bis heute liegt kein Gesetzentwurf der Koalitionsfraktion vor. Ich finde das abenteuerlich, nicht akzeptabel, und wir werden uns dem sehr deutlich entgegenstellen.